Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Part zu Resident Evil Part 20. Hier rauf. Ach, wollen Sie die Leiter? Oh, was stand da? Ich hab. Unterklett. Oh, ob sein Bericht hatte ich schon durchgelesen. Habe schon unsichtbar Gegner noch ein Danke, dass man das Spiel durchgespielt hat und dass man ein unglaublicher Spiel und das erhofft, dass du oder ein anderer Spieler das halt auch noch in Teile spielen wird. Am Ende der Leiter sehen Sie einen Lüftungsschlitz. Wollen Sie die Leiter hochklettern? Ja. Okay, komm. Wollen Sie die Leiter runterklettern? Yes. Du fragst eigentlich. Sogar bei dem hier. Man halt A drücken. Okay. Ah, auf Game. Ein erste Medaille. Die Medaillen kommen oft in Resident Evil Teilen vor. Ich spiele Resident Evil 1, Resident Evil 2. Dann noch Resident Evil Outbreak, Resident Evil Outbreak 2. Dann kommt Resident Evil Remake, Resident Evil 0 und die ganzen anderen. Nee, ich glaube da noch. Ah, und bei Resident Evil 5 denke ich noch. Ja, ja. Sherry, you're okay. Sherry, did your mom give you something called G-Virus? Either a vial or a test tube? G-Virus? I've never heard of anything like that before. Are you absolutely sure? If you give it to me, I'll hold on to it for safekeeping. But I really don't have anything. It's the truth! But why would her mom say something like that? Ja, komisch, ne? Wo der G-Virus wohl steckt ist? Finden wir später raus. So. Die Waffenschlüssel brauchen wir. Muss jetzt warten, immer bis Sherry kommt. Oh, nee.
Oh shit, nee, hier lang. Hallo! Komme ja nach, stimmt. Hey, gleich bin ich schon unten, ne? Hallo! Bam! Ah, zwei auf einmal. Hallo! Wollen Sie die Leiter raufklettern? Ja, möchte ich. Wollen Sie mir einen Popo lutschen? Ja, klar, wieso nicht, ne? Sherry, wait here. I'm going to check it out by myself. Okay, I'll wait here, but hurry back. Oh, er ist Hilfespray. Wieso nehme ich das nicht? Jetzt muss ich einen Zentralschlüssel, also ich glaube. Ja, doch, Zentralschlüssel. Oder irgend so ein Schlüssel, damit ich halt den diese Schiebebahn oder Schiebe, Schraube, Kurbel hier hochführen kann, damit ich zum unteren Labor kann. Aber was komisch ist, ihr habt ja dieses eine da gesehen, diese Ebene. Und wenn das halt so, ach, da ist der Schlüssel. Und wenn die Schiebebahn, da, Schalterschlüssel, genau. Wenn die Schiebebahn eigentlich hochfährt, wo bleibt dann die... Wo bleibt dann eigentlich diese Ebene, ne? Aber naja. Haben wir den Schalterschlüssel, jetzt können wir zum Umbrellas geheimes Labor. So, hier setzen wir es ein. Okay, Sherry, let's go. Wie gerufen, ne? Okay, Feuerzeug brauche ich nicht und Ventilgriff brauche ich auch nicht mehr. Komm, Sherry. Sherry. Sherry, Sherry. Nee, du. So. Wollen Sie den Einschaltknopf betätigen? Ja. Don't worry. Just wait here. I'll go and see what it was. Sicherheitstafel. In einem Notfall schalte sich das rote Licht an, um der Zugang zum Wirt in begrenzter Zeit ab. Okay, was war das jetzt? Aha.
größer geworden, ne? Nun tot ist. Naja, nicht ganz tot. Aber weggesprungen. Achtung, der Motor wurde überhitzt. Durch Überhitzung geschaltet. Isn't this? That's okay. You keep it. I'm sure it'll keep you safe. Don't wait here for me, okay? I'm going back to look for your mom. Thanks, Claire. Even though I'm an only child, neither of my parents ever spent much time with me because of their work. But now that you're with me, I finally have someone to rely upon. Sherry. Ist das nicht süß? Ja. Yeah. So. Hier durch. Na ja, genau. Geh doch durch. Ja. PL-600. Jetzt fährt das Ding ohne mich weiter. Voll. Oh. Ja, was soll man machen? Das Leben ist ungerecht. Ja, jetzt kiss es schon. Ja. Also reicht Claire. So, na, hier. Ja. Ein Schalter für den Lift, wollen Sie ihn mit betätigen? So, stopp, hier muss ich nochmal schieben. So. Ja, aber hier fragen die nicht, wenn man das benutzen will, ne? Komisch, komisch. Was ist denn jetzt los? Moment, Leute. Problem behoben, weiter geht's. Sieht aus, als könnte man damit den Aufzug in Bewegung bringen, weil... Okay Leute, das war's mit Resident Evil 2 Part 20. Tschüss.